Hallo, willkommen in meinem neuen Video. Es ist Frühling und es war mir doch ein ganz großes Bedürfnis, auch Frühling mit der Christrosenschale zu machen. So eine schöne Frühlingsschale mit ganz tollen Frühlingsblühern, mit kleinen Hornpfeilchen, Bellies. Das haben wir jetzt gemacht aus der Schale, die wir im Winter so toll mit Zweigen dekoriert haben. Aber bevor ich euch zeige, wie wir diese Christrosenschale neu dekoriert haben und was wir dabei beachtet haben, gibt es noch ganz tolle Fotos vom Valentinstag, weil ich habe meine Mädels, als die die Sträuße gebunden haben, habe die immer gestoppt vorm Einpacken und habe gesagt, ich brauche noch ein tolles Foto für meine YouTuber. Moment! Und da gibt es jetzt ganz tolle Aufnahmen. Und dann geht es an das Aufhübschen von dieser Schale. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Ja, die Christrosenschale, die ist eigentlich, blühen die Christrosen immer noch wunderschön. Man sagt immer im Frühjahr, dass die vergrünen. Und hier ist ein ganz tolles Beispiel, weil die waren ja am Anfang, haben die mal richtig weiß geblüht. Und die sind jetzt in diesem schönen Grün. Und ich finde dieses Grün eigentlich auch fürs Frühjahr ganz toll. Aber irgendwie habe ich meine Schale angeguckt und habe gedacht, naja, hier sind jetzt braune Blätter dazwischen. Und dann haben wir natürlich die Konifere und diese schönen großen Kiefern. Und die Zapfen, und eigentlich ist es jetzt sehr Frühjahr, und ich finde, die braucht jetzt doch eigentlich ein Update. Und also diese Christrose, die hat jetzt wie so ein bisschen lila Blüten. So, und mein Plan ist eigentlich, ich möchte wirklich nur diese schöne hellgrüne Christrose verwenden. Und ich möchte eigentlich die Christrose gern auf Frühling updaten. Und dafür habe ich sie mal mitgebracht im Caddy und
da machen wir jetzt was drin, weil ich glaube, ihr habt auch so richtig schöne Christrosenschalen und die können jetzt doch den frischen Kick gut gebrauchen, oder? Dann gehen wir eigentlich gleich mal in den Laden und dann werden wir euch zeigen, was wir Schönes draus machen. Stellt sich natürlich die große Frage, was man da so Schönes drumherum pflanzt. Ich habe natürlich ganz tolle Hornfeilchen, Stiefmütterchen, Entschuldigung. Und dann könnte man auch Primeln nehmen, weiße, die sind auch sehr schön. Tulpen und was natürlich immer wunderschön ist, sind die Muscari. Sorry, ich mache Schatten. Oder Bellies. Und ich muss mir jetzt gerade mal überlegen gleich, ob ich Farbe will oder ob ich es so ein bisschen mehr in weiß-blau möchte. Aber man sieht, die Auswahl ist da. Und wir haben so schöne Blüten. Die sind so süß. Guten Morgen, liebe Eva. Ja, guten Morgen. Ja. Ja, heute peppen wir mal die Schale auf. Wir machen jetzt erstmal alles trockene, alte, das machen wir nicht weg. Und auch die Lichterkette. Ja, das tut auch Not, weil hier sieht man so richtig schön die gelben Blätter. Oder auch das silberne Blattwerk, das machen wir auch weg. Ja, das stimmt. Gibt wieder was für den Grünmüll. Alles muss raus. Die schöne Bergkiefer, die war ja wirklich so dekorativ. Ich habe sie geliebt. Und die Christrosen werden sich auch sehr freuen über ein bisschen Licht und Luft. Wobei die eine würde ich jetzt rausnehmen. Die ist nicht mehr so schön. Ja. Ansonsten trockene Blätter von den anderen wegnehmen. Was dann so lederartig ist, das würde ich wegnehmen. Du schneidest die so weg, gell? Ja. Mit dem Messer. Ich jetzt einfach ja, werden die so abgeknipst. Genau, also nicht abreißen ist zumindest jetzt die Losung, gell? Du schneidest die weg, dann brauchst du die Pflanze. Genau, ist noch leichter. Mhm. Geht besser. Ja. Genau. Margit stellt immer mal ein paar Fragen dazu. Die Zapfen wollen auch fort. Ja. So. Der Winter geht jetzt raus. Ja. Ihr seht wieder die Hände von der Eva, die arbeiten wieder blitzschnell. Oh, das sieht ja jetzt schon richtig, richtig, richtig fast frühlingsmäßig aus. Fast. Fast. Es ist in Arbeit. Ja, was die Eva hier mit einer Handbewegung so schnell nimmt, also das Moos kann man noch gebrauchen. Und diese Flechtenzweige, die hat sie auch nämlich, gell, aus dem Grund eben hingelegt. Hier sind so Sachen, die man noch sehr gut gebrauchen kann. Das Spinosa, der wilde Thymian, genau, die werden jetzt hier einfach so zack, zack auf die Seite gelegt. Aber das hat seinen Grund, warum einiges auf dem Boden fliegt. Das werden wir nachher entsorgen. Und warum andere Sachen auf dem Tisch bleiben, die wir natürlich dann noch benutzen. Ja. Hier haben wir es jetzt freigelegt, unsere Schönheit. Guck mal, die Schale steht auch ein bisschen schief auf dem Unterteller. Nicht, dass wir nachher schief pflanzen. Das wäre natürlich dann super. Ja, und das Ausputzen ist jetzt schon wichtig. Aber man sieht eigentlich, dass die Pflanze im Grunde genommen sehr schön kräftig ist. Ja, schön stabil, ja. Ja, das ist eine richtig tolle Christrose. So, und dann kann man die noch mal ein bisschen richten, dass die... Ja, wir wollten sie jetzt schön mittig, dass wir was... Also genau, mittig wollten wir die Christrosen jetzt arrangieren. Das war so der Gedanke, weil das haben wir nämlich besprochen. Wie machen wir das denn am schönsten? Und da sieht man auch, dass die sich nicht festwurzeln im Winter. Ja? Dass das noch der komplette Wurzelballen ist. Mhm. Das machen die erst, wenn es wärmer ist, im Frühjahr. Ach ja, okay, das wusste ich auch nicht, ja? Im Winter machen die jetzt nicht so viel. Okay, ja. Also im Winter blühen sie nur schön. So, da ist es aber wichtig im Winter, dass sie halt den größeren Topf haben, auch wenn sie sich jetzt nicht festwurzeln, aber da kommt der Frost nicht so schnell an die Wurzeln dran. Deswegen ist es so wichtig, dass der Topf einfach größer ist. Mhm. So, jetzt nehmen wir mal unsere... Mal gucken, wie die jetzt aussieht. Die nehme ich vielleicht nochmal rumdrehen. Und wenn man jetzt die Christrosenschale nicht mehr will, was bei uns jetzt heute nicht der Fall ist, dann kann man ja sich ein schönes, schattiges Plätzchen, wollen die im Garten, gell? Ja. Wollen nicht in der prallen Sonne stehen.
Und dann kann man die auch schön im Garten einpflanzen. Und das stimmt, das geht natürlich. Ja, und kann die natürlich dann. So, jetzt geht es auch an die Kleinen. Die haben ein paar Bellis und Hornfeilchen ausgesucht. Schöne Frühlingsblüher, sodass ein bisschen Farbe drumherum ist. Es geht hier ruckzuck. Ja, wie ihr schon bemerkt habt, die Eva ist immer total schnell, weil das letzte Mal war der Strauß so schnell gebunden. Da haben manche gesagt, so schnell konnten die gar nicht gucken. So. Süß. Dann machen wir mal ein bisschen gelbe Blätter abmachen. Ja, selbst wenn die Pflanzen jetzt frisch vom Gärtner kommen und man sieht ja, gerade wie du es in der Hand hast, dass sie wunderschön durchgewurzelt ist, diese Belly. Das ist also eine tolle Gärtnerqualität und das ist die Qualität, die auch sehr ohne diese Wachstumsbeschleuniger gezogen wird und von unseren regionalen Gärtnern. Das ist also eine sehr gute Pflanzenqualität, weil wenn... Ja, und die werden also nicht mit so viel Dünger und auf, einfach auf schnell gezogen, sondern das ist eine gute Pflanzenqualität. Und da wir ja auch regionale Floristen sind, wollen wir auch die regionalen Gärtner auf jeden Fall unterstützen. Das ist uns wichtig. Da haben wir im Großmarkt auch die Marke Ich bin von hier. Und das ist alles von unseren Gärtnern aus dem Frankfurter Raum. Ja, und jetzt kommen wir schon wieder dazu. Genau, zack, zack geht's. Jetzt wird die Deko vom Winter nochmal verwendet, weil dieses Moos, dieses Schöne, das haben wir aufgehoben. Das ist ja nicht schlecht. Und das wird jetzt nochmal so richtig schön, ja, dass dieses Erdreich noch abgedeckt wird. Und dann Moos sieht ja eh so nach Frühling aus. Und das ziert die Schale auch weiterhin. Also Dinge, die wiederverwendet werden können, die werden auch wiederverwendet. Unsere Zweige wieder verwenden. Dann muss ich sie halt ein bisschen angucken, wie sie aussehen, wie sie passen. Oh ja, die machen schön Stimmung. Toll sehen die aus. Immer mal eine passende Stelle dafür suchen. Die kann man da einfach schön fest, genau mit Kraft in die Erde reinschieben. So, und der Thymian, der sieht auch noch gut aus. Den nehmen wir auch noch. Das ist ein Blatt. Ja, das ist hier der wilde Thymian. Mal gucken, ob wir den noch schön irgendwo einfügen. Mhm. Hm. Ja, man sieht, man muss immer erstmal Plätze dafür suchen. Und das ist heute jetzt echt mal ein Video, das ist jetzt mal so mitten von der Werkbank. Wir haben das einfach morgens jetzt so eingeschoben. Und genauso sieht es hier auch aus. Weil normalerweise räume ich immer alles auf hier und dann ist alles wie geleckt. Aber hier steht jetzt eben mal die Teekanne im Hintergrund. Und ja, das ist jetzt mal so mitten im Leben, so wie wir arbeiten. Aber das ist ja auch okay. Das ist der realistische Alltag. Ja, das sieht doch jetzt schon sehr schön aus. Ich denke, die Schale, die hat jetzt eigentlich schon die Frühjahrsrenovierung bestens überstanden. Wenn man möchte, kann man jetzt mit Nägeln noch mal ein bisschen arbeiten. Ach ja, stimmt. Genau, das ist die Überblendung in unser Schatzkästchen. Hier haben wir natürlich immer noch auch schöne Zwiebeln. Wir haben hier Birkenrinde und diese abgeblühten Zwiebeln. Das wisst ihr auch noch von dem Video, das ich gemacht habe mit den Ranunkeln. Da habe ich nämlich auch die Zwiebel verwendet. Und wie fixieren wir die Zwiebel jetzt? Die habe ich jetzt einfach aufs Moos geklebt. Ach, einfach mit Heißkleber. Die habe ich jetzt mit Heißkleber mal aufs Moos geklebt. Mhm. Genau. Alternativ kann man durch ein Holzstäbchen reinmachen. Aber die haben wir jetzt einfach mal mit Heißkleber fixiert. Guck mal, hier wäre auch noch eine schöne Stelle für eine Zwiebel. Genau, ich laufe jetzt so drumherum. Mhm. Was haben wir denn hier noch hier Schönes? Hier haben wir noch ein bisschen Birkenrinde. Ach, toll. So flexibel. Sehr schön. Die muss man gar nicht fixieren. Nee, die liegt schon so drin. So, ich würde jetzt auch aufhören, ja, dass die Pflanzen sich auch entwickeln können.
Mhm. Platz haben, weil die werden ja noch ziemlich groß. Und toll, guck jetzt mal mit der Birkenrinde, wie schön das aussieht. Oh, klasse. Eva, ich finde, das hast du super gemacht. Ja. Ein Applaus. Viel Spaß!